Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Snapshot-Review, heute zur 15W34A und heute haben wir ein paar kleine Änderungen, wie jedes Mal mit am Start. Als allererstes fangen wir da mal an mit der, ja, die Änderung, die am auffälligsten jetzt für den normalen Spieler so ist, nämlich es gibt eine neue Schlaganimation. Man sieht, wie das war im Prinzip die frühere Animation. Die sieht man noch immer, wenn man so im Krea-Modus auf den Boden schlägt. Ganz normal, kennt jeder. Und jetzt, vergleicht mal, ist wie so rund. Und man sieht schon unten neben meiner Titelleiste und neben der Iconleiste, da ist so ein kleines Schwert, das sich wieder auflädt. Ja, und das heißt so viel im Prinzip wie, der Angriff lädt sich wieder auf im Prinzip. Das kann ich mal demonstrieren. Ich schlage ein Monster. Und wenn ich jetzt schnell danach wieder hinterher schlage, macht der Angriff nicht so viel Damage, wie wenn es ganz aufgeladen wäre. Das heißt, wenn man schnell hintereinander schlägt, seht ihr, die Leiste bleibt unten und im Prinzip kriegt der Gegner nur ganz wenig Damage. Wenn man so wartet, dann kriegt er wieder den vollen Damage. Ja, kleine Änderung. Ich kann mir vorstellen, dass das diesen Hardcore-PvP-Spielern, die so gerne One gegen One machen, so im Endkampf, die ja nur noch gegenseitig so auf sich draufschlagen, die wird es bestimmt ein bisschen stören. Aber ja, ist nun mal so. Minecraft entwickelt sich weiter, mich stört es jetzt nicht, ich bin nicht so der PvP-Player. Naja, zum nächsten Update, machen wir mal Schild wieder weg. Zack. Schalker waren ja davor so verbuggt, wenn sie in einem Minecart drin waren. Und die sind jetzt wohl nicht mehr so verbuggt. Die können jetzt ganz normal mitfahren, werden zu einem normalen Entity. Man sieht auch, dass das Ding wieder größer wird. Und, na, ist auch schwieriger zu schieben jetzt. Sie sind nicht mehr so verbuggt. Also früher haben sie wieder zurück an den Ursprungsort gebuggt und war so ein komischer Flash drin. Aber das ist jetzt behoben. Und kommen wir dann zum nächsten Teil. Die Maps, die waren davor ja immer so klein, jetzt kriegt man eine große Map und die Crafting-Rezepte sind jetzt auch ein bisschen anders. Man kann die nämlich jetzt klein schneiden, die Karten. Und schon haben wir eine kleinere Karte und wenn man das hier mehrmals macht, bekommt man wieder die kleinste Karte zurück. Also man bekommt jetzt die größte Karte im Prinzip, wenn man sie frisch craftet und aktiviert. Noch zusätzlich zu dem zu diesem Schwertanimation, das Ganze kann man jetzt hier unter den Video-Settings momentan noch aktivieren. Hotbar off, so ist im Prinzip wie früher, dass keine Animation kommt, aber im Prinzip, es macht trotzdem weniger Damage. Man sieht es nur nicht. Man kann auch Crosshair einstellen, das bedeutet, es zeigt hier unter dem Fadenkreuz, zeigt es im Prinzip diese Aufladeleiste an. Ich finde es aber immer noch schöner, wenn wir das Ganze in der Hotbar haben mit dem Schwert. Ist für mich offensichtlicher und ich denke, die meisten werden auch so das Ganze benutzen. Kommen wir zur letzten großen Neuerung, nämlich den Comment-Blöcken. Die wurden jetzt verändert. Erstmal haben die jetzt eine Animation hier. Diese Knöpfe leuchten hier jetzt. Und das ist ja der normale Modus. Man braucht ein Redstone-Signal, um das Ganze zu aktivieren. Das nennt sich jetzt ab sofort Impuls. Man kann jetzt auch eine Kettenreaktion machen. Keine Ahnung, wie die funktioniert. Ich denke, dann kettet sich die so aneinander. Ich weiß nicht, ob man da Comment-Blöcke hintereinander stellen kann. Muss man sich noch anschauen. Jedenfalls verändert sich die Farbe dann von dem Comment-Block. Wird dann blau. Also man kann direkt dann von außerhalb schon erkennen, in welchem Modus der Comment-Block gerade sich befindet. Dann gibt es noch den Repeat-Modus. Ich denke mal, dass sich da der Comment dann einfach immer wieder repeated. Also im Prinzip wie so eine Glock. Also erspart man sich eine Glock, denke ich mal. Und ja, das waren die drei Modi, die es hier gibt. Sonst kamen noch ein paar Bugfixes noch dazu und ja, noch ein bisschen ein paar Änderungen am Comment-Block. Ich tue euch wieder den Link zu Reddit, zu der Reddit-Seite, wo genau der volle Changelog dran steht, in die Beschreibung rein. Dann könnt ihr das Ganze nochmal nachlesen, auch was für Bugfixes gemacht wurden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann nächste Woche beim nächsten Snapshot wieder. Bis dann, ciao!